Freunde, 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 ich darf euch mal wieder hier zu einem neuen Vlog an einem Samstag um 12 Uhr begrüßen. Selbstverständlich mit der obligatorischen Tasse Espresso. Falls ihr euch noch keinen gegönnt habt, solltet ihr das jetzt nachholen, euch zurücklehnen und entspannen. Denn meine Freunde, heute sind wir mal wieder auf der Suche nach dem günstigsten Produkt einer bestimmten Marke. Wir hatten schon Gucci, wir hatten schon Louis Vuitton. Wir hatten schon Philipp Plein, heute ist allerdings Off-White dran. Das hatten sich wirklich sehr viele in den Kommentaren gewünscht, dass ich entweder von Balenciaga oder von Off-White das günstigste Produkt raussuchen sollte. Ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, dass wir einfach mal Off-White nehmen und ihr könnt mir natürlich in die Kommentare schreiben, welche Brand ich als nächstes dran nehmen soll. An dieser Stelle allerdings noch ein sehr wichtiger Hinweis, denn nächste Woche am 9.6. kommt die zweite Kollektion meiner eigenen Modemarke raus und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da um 13 Uhr am Start seid. Alle Informationen findet ihr natürlich auf der Instagram-Seite, die unten als erstes in der Beschreibung verlinkt ist. Und für alle diejenigen, die am Pop-Up-Store einen Tag vorher, nämlich am 8.6. in Köln dabei sein wollen, kann ich auch an dieser Stelle gerne nochmal die Adresse für euch einblenden. Das ist nämlich in Köln die neue Maastricher Straße 2 von 14 bis 17 Uhr. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn viele von euch da am Start sein werden. Und jeder von euch ist natürlich auch eingeladen, mit uns zu chillen, denn nicht nur ich werde da sein. Ich habe Zusagen von wirklich sehr vielen Leuten bekommen. John, Victor, Kelly, Justin und viele weitere werden auch vor Ort sein. Und vielleicht werden wir ja sogar dazu kommen, die eine oder andere Tasse Espresso miteinander zu schlürfen. Viel mehr will ich auch gar nicht darüber erzählen, denn wie gesagt, alle weiteren Informationen sind auf der ADR Instagram-Seite zu finden. Ich will vorschlagen, wie immer, meine Freunde, gucken wir uns erstmal den Online-Shop von Off-White an, gucken so, wie die preisliche Range da so ist. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch nie was bei Off-White selber bestellt. Ich glaube, ich habe mir zweimal was über Farfetch bestellt und viel mehr besitze ich auch eigentlich gar nicht von Off-White. Ist ja so diese typische, ich sag mal vorsichtig, Hype-Beast-Marke. Nichtsdestotrotz finde ich auch gerade in den neuen Kollektionen immer mal wieder Pieces, die mir persönlich gut gefallen, aber natürlich sind auch Sachen dabei, die mir gar nicht gefallen. Ich will vorschlagen, wir gucken uns erstmal den Online-Shop an. Wir sind jetzt hier auf der Homepage. Im Hintergrund läuft so ein kleines Filmchen. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht, auch wenn es so ein bisschen verwirrend ist. Wie immer, meine Freunde, bei diesem Format werden wir uns nichts irgendwie aus der Frauenabteilung kaufen, sondern wirklich nur Sachen, mit denen wir auch rein theoretisch was anfangen können. Wir gehen jetzt einfach mal hier direkt auf Spring Summer 2019. Das ist sozusagen die aktuelle Kollektion. Fall Winter ist ja dann für den Winter und für den Herbst. Aber was mir direkt auffällt, wir können einfach nicht nach dem Preis sortieren, was die ganze Suche natürlich viel, viel schwieriger macht, weil wir jetzt jedes Piece uns einmal angucken müssen. Natürlich können wir das alles ein bisschen schneller überfliegen, denn ich bin mir sicher, dass keine Jacke das günstigste Piece von Off-White sein wird. Nichtsdestotrotz ist auch hier die ein oder andere Jacke dabei, die ich definitiv anziehen würde. Vielleicht jetzt nicht unbedingt diese Weste hier, wobei die mit einem Hoodie oder einem T-Shirt echt cool kommen könnte. Aber diese Lederjacke hier zum Beispiel gefällt mir auch vom Schnitt mega gut. Wobei dieser Backprint, oh mein Gott, Freunde. 1.900 Euro würde ich mir die auch nicht gönnen. Sorry, da bin ich auf jeden Fall raus. Und wenn ich mir den Rücken angucke, dann bleibe ich doch lieber bei der Weste. Diesen Strickpullover hier, den hatten wir sogar eine Zeit lang auf Le Bazaar. Und da war ich so am Struggle, mir den zu kaufen, weil ich finde den wirklich ultra nice. Das ist so ein Piece von Off-White, was ich wirklich feiere. Der Schnitt ist cool und da ist halt nicht so dieses typische mit Streifen überall und dem Kreuz. Natürlich an den Ärmeln hier so leicht aufgegriffen, aber noch im Rahmen. Gefällt mir echt gut. 551 Euro ist ein Haufen Geld. Ich glaube, da war der relativ günstig, also relativ günstig. Aber all das ist nicht gerade günstig und vor allem nicht das günstigste Piece von Off-White. Ich glaube, da müssen wir einfach mal ein bisschen runter scrollen und vielleicht haben wir ja sogar Glück, denn momentan ist ja auch die Sales Season am Start. Finden wir vielleicht sogar ein Schnäppchen, dann allerdings vermutlich ja eher bei den, ich schätze mal so rein vom Gefühl her, entweder Accessoires oder T-Shirts. Wobei die T-Shirts, Leute, 276 Euro. Das ist echt eine Stange Geld. Schreibt mir mal an der Stelle bitte in die Kommentare, was so eure Schmerzgrenze für ein T-Shirt ist. Hier haben wir jetzt tatsächlich das erste etwas günstigere Kleidungsstück von Off-White, nämlich in der Zusammenarbeit mit Nike. Das schwarze T-Shirt ist zwar jetzt ausverkauft, aber das orangene zum Beispiel kostet 70 Euro. Ich finde dieses T-Shirt wirklich absolut katastrophenhässlich. Von hinten geht das noch klar, ja, feiere ich. Aber vorne, Leute, wirklich
überhaupt nicht mein Fall. Erinnert mich an so ein richtig schlechtes Pinguin-Kostüm für Karneval. Ich habe keinen blassen Schimmer warum, aber irgendwie erinnert mich das genau an so ein Ding. Deswegen ist das hoffentlich raus. Ich hoffe, wir finden auf jeden Fall noch was günstigeres als dieses T-Shirt für 70 Euro. Wobei mir auch schon aufgefallen ist, dass viel Stuff auch schon ausverkauft ist. Hier diese Schuhe, hier unten auch fast alles sold out. Würde man behaupten, läuft auf jeden Fall bei Off-White. Aber ich mache mir langsam echt Sorgen, dass wir hier nichts günstigeres finden als diese 70 Euro. Da muss doch irgendwas geben. Irgendeinen Schlüsselanhänger, einen Gürtel. Kosten alle über 100 Euro. Caps sind auch komplett raus. Socken sind hier doch eine Alternative. Also Socken, 60 Euro sehe ich hier schon mal, sold out. Aber hier sind dann tatsächlich mal welche, die für 60 Euro nicht ausverkauft sind. Ja, ist auch mal eine Ansage, dass Socken für 60 bis 70 Euro einfach mal komplett weg sind. Die Socken gefallen mir auf jeden Fall schon mal besser als dieses T-Shirt, deswegen tun wir das mal hier getrost weg. SS19 haben wir jetzt komplett durch, gucken wir noch bei Fall Winter 2019, aber auch hier wieder selbe Spiel, Jacken können wir hier komplett knicken. Ich gehe einfach mal direkt zu den T-Shirts, weil da haben wir ja gerade schon mal für 70 Euro ein Schnäppchen gefunden. Ansonsten vielleicht wieder Socken. Das könnte ich mir auch definitiv vorstellen. Ja, dass wir da fündig werden. Diese Schuhe, oh mein Gott, was ist das denn? Da haben wir mal so einen extremen Fall von einem richtig hässlichen Sneaker. Wow, ist der hässlich. Da gefallen mir die Boots hier hinten schon wesentlich besser. Also da sieht man wirklich die beiden Welten von Off-White, zumindest aus meinen Augen, hier ein komplett hässlicher Schuh. Und die Boots sind meiner Meinung zumindest echt cool. Aber auch hier sind die Sockenpreise nicht wirklich günstiger. Hier haben wir eine für 55 Euro gefunden. Die andere war, glaube ich, für 60. Ja, tatsächlich. Allerdings ist es eine Pre-Order und wird erst Mitte Oktober ankommen. Deswegen fallen die leider weg. Ich würde vorschlagen, ich gehe jetzt nochmal den ganzen Store ganz in Ruhe durch und suche wirklich das absolut günstigste Produkt, damit wir auch am Ende sicher gehen können, dass wir das günstigste gefunden haben, und drück mir die Daumen, dass ich nicht irgendwie in Versuchung komme, mir noch irgendwas anderes zu kaufen, denn ich muss wirklich sagen, nicht diese Boxershorts, aber die Boots zum Beispiel finde ich echt mega nice. Es sind genau zwei Sachen eingetreten, mit denen ich so, sage ich euch ganz ehrlich, nicht gerechnet hätte. Erstens, das Packaging sieht cool aus. Komplett in diesem, ja, Minzgrün nenne ich es jetzt einfach mal, mit so einem Off-White-Sticker. Hier überall diese Off-White-Streifen, orangene Schriftzüge. Passt auf jeden Fall zu der Marke und hätte ich ganz ehrlich so nicht erwartet. Ich dachte, da kommt jetzt einfach so ein richtiger Standardkarton. Und das andere, was mich wirklich, ja, schon fast fasziniert hat, ist, dass das Paket einfach nur 2 Tage gebraucht hat, um bei mir nach Hause anzukommen. Ich habe es Montag bestellt, am Mittwoch war das Ding bei mir. Und das, obwohl es aus Italien verschickt wurde. Alles mit DHL Express, und die sind ja wirklich dafür bekannt, dass sie so ein Ding in 0,nix ausliefern können. Dennoch hätte ich jetzt erstmal mit langen Wartezeiten gerechnet. Einfach, ja, weil Off-White echt eine gehypte Marke momentan ist, die wahrscheinlich tagtäglich etliche Bestellungen reinkriegen. Deswegen Daumen nach oben, dass sie das bis jetzt so ziemlich am besten gelöst haben von allen Brands, die wir, ich sag mal, getestet haben. Gucken wir uns dann tatsächlich an, was ich mir gekauft habe, und eins kann ich schon mal verraten. Wie soll ich sagen? Ich habe auf jeden Fall so ein bisschen gesündigt, sagen wir es mal so. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Denn, meine Freunde, ich habe mir 2 Pieces gekauft, die wir jetzt hier in diesem Paket erwarten sollten zumindest. Ich habe mir zusätzlich zu dem günstigsten Produkt, was ich auf der Website gefunden habe, ein ja nicht ganz so günstiges Produkt dazu bestellt, was ich jetzt wirklich schon bestimmt seit 2-3 Monaten haben will. Es war wirklich komplett unnötig. Ich glaube, viele von euch werden wahrscheinlich gar nicht damit rechnen, dass ich das feiere, aber ich musste das einfach haben. Es ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Kennt ihr das? Es ist wie so ein Wurm, der da drin ist, und ihr könnt machen, was ihr wollt. Er geht einfach nicht weg, bis ihr euch das gekauft habt und nach 2 Wochen checkt, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich sehe jetzt hier die Sachen, die ich mir gekauft habe. Einmal, wie gerade angesprochen, das sinnlosste Produkt wahrscheinlich, was ich mir gekauft habe. Aber auch nochmal ein paar Sachen, die ich mir nicht bestellt habe. Zum Beispiel diesen Off-White-Sticker. Ich finde es immer ganz cool, so ein bisschen was extra in einer Bestellung mit drin zu haben, was man einfach so nicht erwartet. Und so ein Sticker reicht da tatsächlich schon. Genauso wie dieses Kärtchen hier. Ich denke allerdings, das ist das Retour-Kärtchen. Da kann man hinschreiben, was man für einen Grund hat, wenn man das
anders umtauschen möchte. Ich habe für die beiden Sachen, die ich mir bestellt habe, insgesamt 173 Euro ausgegeben, was mir bis jetzt gar nicht so bewusst war. Vor allem, dass wir 20 Euro Versandgebühren mitbezahlt haben. Ja, kein Wunder, dass das Ding innerhalb von 2 Tagen da ist, wenn ich das auch noch selber zahlen musste. Kommen wir als erstes zu dem unnötigen Produkt. Und zwar habe ich mir für sage und schreibe 140 Euro. Ey, das tut so im Herzen weh, Leute. Habe ich mir ein Schlüsselanhänger gekauft. Freunde, ich wollte das Ding unbedingt haben, weil ich seitdem ich mein neues Auto habe, einfach keinen Schlüsselanhänger gefunden habe, der mir gefällt. Es ist halt unnötiger Flex, Real Talk jetzt, das ist herbe unnötig. Und für 140 Euro kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass einige von euch mit dem Kopf schütteln werden. Und zwar laufe ich in letzter Zeit wirklich sehr häufig mit dieser Umhängetasche hier durch die Gegend und habe dann hier runterbaumeln meine Earpods. Ihr wisst, ich bin Ehrenmitglied im Buchclub und da muss man die natürlich immer griffbereit haben. Und zusätzlich habe ich mir jetzt auch angewöhnt, meinen Autoschlüssel auch hier an diesen Karabiner zu befestigen, einfach damit er immer griffbereit ist. Das ist natürlich nur eine dumme Ausrede, sondern damit man immer diesen Mercedes-Flex hat. Spaß beiseite. Habe ich mir überlegt, meinen Autoschlüssel hier zu befestigen, dann diese Schnalle hier an den Karabiner zu befestigen und das Ganze dann hier so runterbaumeln zu lassen. Ist natürlich die Frage, ob man so die ganze Zeit durch die Gegend laufen will, aber selbst wenn nicht, kann man es halt echt extrem easy abtun und kann den Schlüssel direkt abmachen. Fand ich halt ganz cool. Aber seien wir ehrlich, 140 Euro hierfür ist etwas überzogen. Kommen wir dann wirklich zu dem günstigsten und ich rede wirklich von dem allergünstigsten Produkt, den ich auf der Off-White Homepage gefunden habe. Er hat insgesamt 13 Euro gekostet. Somit war quasi der Versand, hätte ich mir jetzt nicht das Ding noch bestellt, teurer als das eigentliche Produkt. Und es hat 13 Euro gekostet und es ist dieses Buch. Und ich habe jetzt erst gecheckt, dass dieses Buch komplett in, ich sag einfach mal, Chinesisch geschrieben ist. Zumindest halt diese typischen asiatischen Zeichen, sagt man, glaube ich, korrekt. Ich werde also vermutlich nie die Chance haben zu verstehen, was in diesem Buch für 13 Euro stehen wird. Es sei denn, ich werde jetzt irgendwie Mandarin oder sonst was lernen, was ich eigentlich so nicht geplant hatte. Ist halt wirklich das absolut günstigste Produkt, was ich gefunden habe und an sich nichts wirklich Spezielles. Es ist halt so ein Buch, ihr müsst euch vorstellen, aus so einem etwas schwereren oder dickeren Papierstoff. Drumherum ist noch so eine Art Cover in Orange und zusätzlich hätten wir dann nochmal so eine Art Lesezeichen. Hier drin halt sehr viel Text, mit dem ich halt wirklich absolut nichts anfangen kann und so ein paar Bildchen. Ich sehe jetzt sogar tatsächlich Lil Uzi Vert, könnt ihr das erkennen? Kann sein, dass das ein Interview ist. Falls ihr eine Ahnung habt, meine Freunde, was hier drin steht, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, denn ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Ich denke, das wird so eine Art Dokumentation sein, wie die einzelnen Produkte entstanden sind. Was mit Sicherheit spannend ist, aber ich halt nicht verstehen kann. Freunde, es würde mich mega freuen, wenn ihr am 8.6. beim Pop-Up-Store in Köln dabei sein werdet. Für all diejenigen, die nicht da sein können, haben natürlich einen Tag später am 9.6. die Möglichkeit, sich die einzelnen Sachen auch online zu bestellen. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt unbedingt einen Daumen nach oben. Schreibt mir auch in die Kommentare, welche Brand ich als nächstes testen soll, beziehungsweise das günstigste Produkt suchen soll, von welcher Brand. Und wir sehen uns natürlich nächste Woche um Donnerstag um 18 Uhr mit einem neuen Video. Denn ihr wisst, meine Freunde, immer donnerstags um 18 Uhr und samstags um 12 Uhr kommt hier auf dem Vlogging-Kanal ein neues Video online. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich quasi meinen Autoschlüssel, wenn es denn geht, boah, fast Aua gemacht, wow, Drecksding.